Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am 9. Na? Nee, Quatsch. Ach, am 8. März, am Montag, dem 8. März 2021, sage ich guten Morgen an diesem, ja, doch recht sonnigen Montag, minus 1 Grad. Und ja, wir sind gerade wieder los hier in Gaggenau. Voraussichtliche Ankunft 11.48 Uhr, also absolut super. Mir blieb da auch ein Arbeitszug erspart mit der Rangiererei, weil die am Wochenende einfach haben den Auflieger so stehen lassen. Ja, Kollege, hättest dich ja mal bedanken können, ne, dafür, dass ich jetzt so schön abgebremst habe. Hat aber nicht. Geht mal eben bei Rot über die Ampel. Ja, ihr wisst ja, erstmal wieder ins Rollen kommen. Ach, auch einer, der jeden Tag hier ist. Ja, das Wochenende war wieder schneller rum, als einem es lieb war. Und jetzt heißt es wieder 5 Runden drehen. Aber ich kann ja jetzt schon mal sagen, in 3 Wochen, da hat der Captain mal eine Woche Urlaub. Da werde ich zwar eventuell mehr arbeiten müssen als hier, denn ja, irgendwann müssen wir auch mal wieder anfangen, uns um unser Holz zu kümmern. Das haben wir schon gesagt. Und müssen wir mal sehen, wenn das Wetter in der Woche einigermaßen okay ist, da geht es dann da zur Sache. Ja, ich bin ja doch froh, festgestellt zu haben, dass es wohl nicht allzu viele Leute runtergezogen hat, dass ich da am Freitag ein bisschen abgedriftet bin in der Thematik, aber irgendwie hat sich's halt so ergeben. Und ich muss natürlich sagen, weil jemand hat das bemerkt und ich denke mal, das wird nicht nur auf denjenigen alleine zutreffen. Es ist natürlich so eine Sache, wenn ich da von Leuten bei YouTube spreche, die, ja, der eine oder andere von euch kannte oder kennt die, andere wiederum kennen die nicht. Und wer die nicht kennt, der weiß dann natürlich nicht genau, wovon ich da so rede, und das ist natürlich nicht so glücklich gewesen. Mir ging es auch eigentlich primär darum, ja, zu sagen, dass ich also die Leute, die ihren gesamten Kanal damit bestreiten, dass sie Videos anderer Leute zerlegen und kommentieren, beziehungsweise immer nur reagieren, na,
nicht selber agieren, also nicht selber irgendwas machen an Video oder Inhalt oder sonst irgendwie, dass ich das halt nicht so, naja, nicht so super finde. Aber okay. Ich könnte ja sagen, der Erfolg gibt ihnen recht, ne? Denn Erfolg haben einige damit ja durchaus. So, jetzt wollen wir mal schön abbremsen hier. Das ist ja auch so ein Ding hier, was sie sich hier hingezimmert haben. Ja, da habe ich doch, weil wir gerade hierher fahren bei dieser E-Highway-Baustelle, über die ich natürlich schon mehrfach gesprochen habe. Aber ich kann euch sagen, ich habe am Wochenende einen Artikel genau über diese Strecke hier gelesen. Nicht über die in Frankfurt, sondern über diese hier. Und zwar, ist das irgendwie hier so ein riesiger Zusammenschluss von zig Firmen, um eben verschiedene Sachen auszuprobieren. Es soll unter anderem auf dieser Strecke also nicht nur batteriebetriebene Fahrzeuge laufen, sondern auch ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug, aber eine Sache, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, da wird es erst 2023 mit losgehen. Also ihr merkt schon, das kann sich noch ganz schön hinziehen, bis ich hier erste Fahrzeuge unter den Masten sehe, was sie wohl, ja, hier so, ja, wenn ich schaue, hier fehlen ja auch noch jede Menge Masten. Es war wohl aus dem Grunde interessant, diese Anlage hier zu bauen, so wurde das zumindest in dem Artikel geschrieben, weil man hier halt mit Kurven, mit Abfahrten, mit verschiedenen Gegebenheiten zu kämpfen hat, mit dem man jetzt eben fertig werden muss. Und das ist für die halt irgendwo noch so ein zusätzliches Ding gewesen. Ja, ansonsten, ich bin wieder, also ich sag mal so, ich spüre das noch in meiner Schulter, aber ich bin relativ fit wieder. Freue mich heute darauf, die erste Physio verpasst zu kriegen, obwohl das mit Sicherheit in dem Moment, wo der mich da durchknetet, bestimmt nicht so lustig ist, aber am Ende hat es ja einen guten Effekt und ja, morgen werde ich ja aufhören mit den Tabletten. Da habe ich dann so eine Packung durch. Da muss es auch mal reichen. Also zumindest werde ich die morgen absetzen. Das heißt, ich werde heute nochmal mit dem Mann von der Physio sprechen, was der so meint. Und wenn der meint, ich sollte oder könnte die ruhig mal absetzen, dann werde ich das auch mal tun. Denn wir wollen ja nicht dauerhaft jetzt dieses Zeug schlucken. Eigentlich wollte ich euch ja am Wochenende noch ein kleines Privatvideo gönnen. Es gibt es auch. Das heißt, es gibt sogar, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 kleine Dinger. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, war das dann gestern schon spät und die Zeit drängte schon so ein bisschen darauf, ins Bett zu gehen. Und irgendwie meinte meine Frau, dann brauchst du nicht immer was reinzustellen. Aber ich habe mir jetzt so überlegt, dass ich das, glaube ich, heute, wenn ich nach Hause komme, noch schnell hochlade, so als kleinen Aperitif vor dem eigentlichen Video, diesem LKW-Video hier. Jetzt habe ich überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ich kann das ja, einen Moment. Ja, so seit 10 Minuten
läuft die Geschichte hier. Ja, leider muss ich heute Nacht komplett durchtanken. Irgendwie, boah, ich sag mal, hab zwar derjenige, der da drauf gefahren ist, getankt, aber mit 100 Liter, da kommt man nicht weit mit. Warum das so gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ich habe auf jeden Fall erstmal alles wieder richtig voll gemacht, sodass wir dann morgen direkt durchstarten können. Ach, und was mir gerade einfällt, ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich ja vielleicht schon am Mittwoch mal wieder morgens früh die letzte Stunde der Anfahrt machen kann, weil es jetzt mittlerweile hell genug ist. Heute Morgen hatte ich jetzt nicht so die Lust, weil ich nicht ganz so früh dran war, noch mal extra anzuhalten, um die Kamera einzurichten. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, das ist jetzt machbar. Und da werden wir das auch zur Abwechslung mal wieder machen. Dann habt ihr mal einen anderen Blickwinkel. Ja, viel getan wurde am Wochenende nicht. Das muss natürlich jetzt demnächst mal wieder so losgehen. So, ich sag mal, eben all das, was so im Frühjahr anfällt, Sämereien, die Hasen umsetzen und so weiter und so fort. Und ja, Dinge mal wieder ein bisschen aufräumen oder Sachen machen, Sachen eben draußen halt. Jetzt dieses Wochenende haben wir nicht allzu viel gemacht. Gut, bei den Hasen haben wir mal ein bisschen die Ställe in Ordnung gebracht und die eine Häsin, also eine Häsin ist schon gedeckt. Die hat jetzt schon ihr endgültiges Quartier bekommen. Ansonsten war das Wochenende mehr von Nichtstun geprägt. Gut, unsere Runden durch Feld und Flur, die ziehen wir natürlich immer. Aber so ist nicht viel passiert. Ja gut, was wir noch gemacht haben ist, das hatten wir uns auch vorgenommen, in Hessen sind ja Wahlen. Also was weiß ich, hier auf Gemeindeebene, auf Landkreisebene und so. Also da war schon einiges an Kreuzen zu machen. Da bekommt man ja riesige Wahlzettel und hat dann, ja, ich sag mal, bei dem größten Wahlzettel hast du 63 Stimmen, wo du immer drei auf eine Person legen kannst. Du kannst aber auch 63 Personen jeweils nur ein Kreuzchen geben. Oder du kannst auch dein Kreuz oben machen und dann verteilen die dann deine Kreuze. Das Ganze nennt sich da Kumulieren und Panaschieren. Wir haben uns auf jeden Fall da durchgeackert und ja, von unserem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Mussten feststellen, dass Freunde von uns sich jetzt da auch wohl in der Parteiarbeit engagieren. Zumindest standen sie auf der Liste. Und ja.
Wir haben es natürlich, wie gesagt, Briefwahl gemacht, obwohl es wohl auch Wahllokale geben wird. Aber wozu sollten wir das tun? Wir haben das zwar in den vergangenen Jahren immer so gemacht, sind da immer aufgeschlagen, aber jetzt natürlich in Anbetracht der Umstände haben wir natürlich zur Briefwahl gegriffen. Bisschen kurz vorbeiziehen hier. Ja, ich glaube, so langsam, da kann ich mir mal wieder die Sonnenbrille einstecken. Gute Fahrt hier runter gehabt, schön trocken. Einwandfrei, da gab es nichts zu meckern. Und wie gesagt, bis jetzt läuft die Woche gut an. Doppelbesatzung, eine Frau am Steuer. Ja, dann habe ich mir natürlich, obwohl ich ja selber welche mache, auch mal wieder LKW-Videos von Kollegen reingezogen. Gut, mir, in dem einen ging es mir darum, wie sind so seine Erfahrungen, sein Fazit mit dem neuen MAN gewesen. Ja, und das andere ist mehr für Spaß, weil mir das vorherige Video gut gefallen hat. Englandfahrt von unserem Möbelkutscher. Habe ich mir auch das Video von der letzten Woche, was dann am Samstag da online ging, gegönnt. Und ich muss sagen, war wieder, ja, das war wieder so gut wie das Video davor. Zwei beinahe Unfälle. Man kennt den Scheiß, über den ich mich ja auch immer ärgere. Ignorante Pkw-Fahrer, die meinen, sie müssten noch unbedingt an einem vorbei und einem dann fast die Ecke abfahren. Oder dass es dadurch dann zum beinahe Unfall kommt, fast Zusammenstoß, konnte man da sehr schön sehen. Ja, man konnte natürlich auch schön sehen, warum ich das nicht mache, denn so spannend das ja ist, sagen wir mal, so eine Rangiererei da in London. Also, ob man das haben muss als Fahrer, wenn das mal ist, okay, da sage ich immer, das ist das Salz in der Suppe. Na, aber so häufiger, nee, schönen Dank. Ich habe also überhaupt keine Probleme damit, wenn bei mir das alles läuft wie am Schnürchen, die Zähne ineinander greifen wie beim gut geölten Uhrwerk. Also wie gesagt, ich komme damit gut klar.
Und auch da ist es ja so, dass eigentlich immer wieder die gleichen Kunden angefahren werden, na, überwiegend. Sicherlich, es wechselt wohl schon mal das Land, denn wir wissen ja, der Möbelkutscher, der war schon in den skandinavischen Ländern, der war schon in Italien, in Frankreich und fährt halt viel England und Irland. Was für mich, ja, was ich jetzt interessant fand, wegen dem Brexit und so. Und ich sag mal so, da ich selber ein Faible für England habe, ist es auch nochmal interessant gewesen. Im Grunde, ja, konnte ich mir so ein bisschen eine Tour ansehen, die ich vielleicht auch gerne mal fahren würde, aber eben, ich sag mal so, dieses, ich möchte gern jeden Tag zu Hause sein und ich möchte kein Wochenende in Belgien verbringen müssen und so weiter. Diese Wünsche von mir, die überwiegen da doch. Ach, jetzt habe ich gedacht, das wäre der mit der Frau am Steuer, ist aber nicht, ist ein anderer, aber auch ein weißer Scania. Das mit dem MAN, das fand ich sehr interessant. Ich meine, es besteht zwar keine Gefahr, dass ich da irgendwie in nächster oder weiterer Zukunft ein MAN fahren soll, aber naja, es war eben mal interessant zu sehen, ist das eventuell ein besseres Auto? Und ja, ich sag mal so, sicherlich ist es ein schönes Auto, ist auch einiges Erneuerung. Es gibt auch mit Sicherheit Dinge, die besser gemacht sind. Aber zum Beispiel dieses Ding mit dem Rad da, wo ich dann mich da durchs Menü orgel mit der Handauflage, da hat ja... Da wurde ja gesagt, dass das so, naja, geht so ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich gehe ja hier am Lenkrad durchs Menü. Und das finde ich auch schon ganz gut. Da wird man dann wirklich eigentlich durch nichts abgelenkt. Und hat also beide Hände am Lenkrad. Oder eben auch die durchs Menü marschiert am Lenkrad und hat die hier nicht unten auf der Ablage liegen an diesem Rad. Ja, irgendwie mit diesen Rädern, das ist ja auch jetzt so eine Masche. Ja, lustig fand ich auch, parallel habe ich mir diese Woche mal wieder ausnahmsweise da die Fernfahrer geholt, die Zeitschrift. Und da war so ein schöner Vergleichstest von den Marken Scania, MAN, und Mercedes, ich glaube die drei waren es. Die wurden miteinander verglichen in der Top-Motorisierung. Und ja, das war schon interessant. Und was ich zum Beispiel lustig fand, war, wir haben ja hier dieses angeschrägte Cockpit, was Scania ja schon ewig hat. Wo ich ja fast sogar behaupten würde, das hat sich Daimler bei denen so ein bisschen abgeguckt. Aber ist auch eine feine Sache. Macht doch Sinn, dass die Instrumente so ein bisschen um den Fahrer herum angeordnet sind. Und MAN, da ist das ja nicht der Fall. Da haben sie ja jetzt gerade mal... Ah ne, komm, wir gehen wieder zurück. Da haben sie jetzt gerade mal, sagen wir mal... sich von diesem total gerade durchgehenden etwas gelöst, aber sind beileibe noch nicht bei so einer Gestaltung. Und
Da wurde das doch glatt jetzt so, wer weiß wie lobend erwähnt, dass jetzt also diese Ecke hier nicht so in die Mitte reinragen würde. Man hätte also mehr Raum hier. Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, man sitzt hier mehr auf dem Platz, wo es natürlich wichtiger ist, dass die Schalter und Instrumente ist gut erreichbar um einen herum angeordnet sind. Und ja, und dieser Platz hier, ich weiß nicht, ich meine, ich habe keinen Motortunnel, ich habe Stehhöhe, mehr brauche ich und will ich gar nicht. Ich will hier drin ja nicht tanzen oder spazieren gehen. Von daher finde ich das jetzt nicht unbedingt positiv. Ich meine, es gibt ja nur die eine oder die andere Lösung. Entweder habe ich ein angeschrägtes Cockpit, dann ragt mir hier in der Mitte die Instrumententafel ein bisschen in den Raum rein, oder ich habe kein angeschrägtes Cockpit, eben gerade durchgehend, und dann habe ich eben halt hier ein bisschen mehr Platz. Aber ja, dazu kommt, das entnehme ich aber jetzt dem Test von der Zeitschrift Fernfahrer, dass die wohl durch Umgestaltung beim Scania am Armaturenbrett gezwungen waren, den Lichtschalter jetzt auch noch hier in die Leiste reinzupacken. Wo gesagt wurde, wenn die dann nass werden, dann fühlen die sich nicht gut an. Naja, also weiß ich jetzt nicht. So häufig braucht man den Lichtschalter nicht. Was ich aber doch sehr interessant fand, war, dass derjenige, der den MAN gefahren hat, gemeint hat, da sind ja so Tasten in der Tür, das ist jetzt so ein Novum, dass man in der Tür Tasten hat für Warnblink und Scheiben zu oder irgendwie, dass er die in einer Woche überhaupt nicht gebraucht hat. Gut, jetzt ist es so, von 4 möglichen Belegungen waren nur 2 bei ihm belegt. Es kann natürlich sein, dass jetzt, sagen wir mal, Fahrer, die halt keinen Plansattel fahren, sondern vielleicht Wechselbrücke oder dergleichen, dass die eventuell da einen größeren Nutzen von haben. Aber im Moment wird mir das nicht so einfallen, was das bringt, dass die Schalter da in der Tür sind. Im ersten Moment denkt man, wow, also als ich da das erste Mal davon gelesen habe, dass sie da eben einige Schalter in die Tür einbringen, da dachte ich, wow, dann brauchst du nicht mehr da hoch und so. Aber irgendwie sind das Funktionen, ja, weiß ich nicht. Allerdings konnte ich jetzt auch schon sehen, was mich dann beim, oder das habe ich vorher auch schon mal gesehen, was mich beim neuen, also wenn sollte es so kommen, und ich hoffe und gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt im Herbst dann ein neues Auto gibt, dann werde ich mich wohl ein bisschen umstellen müssen, denn die haben da bei Daimler die Belegung der Schalter geändert, und zwar sind die ja jetzt hingegangen. Ich habe ja jetzt momentan, sagen wir mal, hier also auf der linken Seite Funktionen, um durchs Menü zu marschieren und so. Hier rechts ist Telefon wählen und annehmen. Und alles, was mit der Geschwindigkeit hier zu tun hat, also mit dem Tempomaten. Und die haben das also in dem neueren Modell, was dann mit ohne Spiegel ist, haben die das geändert. Da ist es also so, alles, was mit dem direkten Display zu tun hat, also
Geschwindigkeit, Tempomat und so weiter ist hier auf das linke Bedienfeld gerutscht und alles andere ist hier eben auf der rechten Seite, also was dann zum rechten Display, wo dann Radio und dergleichen und Telefon also integriert sind, rüber. Frage mich allerdings gerade, wie sie das so machen wollen, denn ja, weil das, wenn sie das komplett tauschen, würde ihr Telefon annehmen, auch wieder hier rüberkommen. Und wenn sie Telefon annehmen, hier lassen, dann ist die Lautstärkeregulierung. Naja, aber irgendwie so in der Richtung. Außerdem haben sie die ganze Sache so ein bisschen eckiger ausgeführt. Ich finde, das sind immer wieder so Spielereien, ob die sein müssen. Ja gut, daran sieht man natürlich, es ist jetzt das neue Modell, aber ich fand das jetzt mit den runden Anzeigen hier eigentlich ganz okay. Aber nach dem Motto öfter mal was Neues. Ach ja, ich habe mir 3 Videos angeguckt von Kollegen. Ein Kollege, der ist ja noch in den Genuss gekommen, mal auch ein paar Tage ein Auto eben mit ohne Spiegelprobe zu fahren. Und zwar der gute Sascha von Truckaholic. Und das habe ich mir auch gegönnt, weil ich halt von ihm mal hören wollte, wie er das jetzt so findet. Und ja, er war von dem Auto wirklich angetan und begeistert. Ich glaube, mir wird es da genauso ergehen. Interessant fand ich dazu die Aussagen in der Fernfahrer, die sich ja zum Teil positiv über die Kameras, also die spiegelersetzenden Kameras, geäußert haben, aber auch zum Teil negativ. Naja gut, nun habe ich die Hoffnung, ist ja noch ein halbes Jahr hin, vielleicht wird ja noch ein bisschen da was verbessert. Aber es wurde eben von ab und zu mangelnden Kontrasten oder halt das, wenn eben Fahrzeuge von hinten kommen mit Scheinwerfern und so. Ich weiß es nicht. Ich muss es selber sehen. Es wurde aber andererseits auch von einer besseren Sicht bei Regen gesprochen. Ich denke mal, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das letztendlich, glaube ich, eine ganz feine Sache, denn man hat ja den Vorteil, dass rechts zum Beispiel die Kamera mitläuft mit dem Auflieger. Das heißt, ich habe immer das Ende meines Aufliegers im Auge beim rechten Spiegel, was ja sonst normal nicht der Fall ist. Und das finde ich schon ein absolut positives Ding. Dazu kommt, ihr wisst ja, ich lege viel Wert auf geputzte Spiegel. Man kann es ja sehen, na, schön sauber. Und ich werde dann natürlich zukünftig, wenn es dann mal soweit ist, viel weniger Arbeit haben, weil die Linse ist vielleicht noch so groß. Und die ist natürlich viel schneller geputzt als hier die großen Spiegelflächen. Aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man eine kleine Einweisung bekommen würde. Das hat man sich bei dem Sascha da gespart und da musste er sich selber erstmal reinfuchsen, was natürlich ein Weilchen gedauert hat. Ja, und er hatte ein bisschen spartanisch ausgestattetes Auto, denn der eine oder andere von euch weiß ja, mein blauer Sternenhimmel hier, nicht mehr ohne meinen blauen Sternenhimmel.
glaube, dass ich weiß natürlich nicht, wie es zu Hause aussieht. Ich hoffe mal genauso wie hier. Dann gibt es heute wieder einen schönen Spaziergang in der Sonne. Ja, dann habe ich da auch in der Fernfahrer von so einem, da gibt es ja immer, und das ist mit so das Interessanteste für mich da in der Zeitung, immer die Urteile oder diese Gerichtsverfahren bei Verstößen. Und weil wir gerade jetzt unter dieser Brücke hergefahren sind, wo sie ja ganz, ganz oft eine Kamera stehen haben, die allerdings immer die Abstände misst, wenn man aus Richtung Norden kommt, ganz selten mal hier in meiner Fahrtrichtung. Und ja, es war schon interessant, da ist jemand mit 41 Meter Abstand, also 9 Meter unter dem Sollabstand gemessen worden, und das sollte dann schon 80 Euro und einen Punkt kosten. Er konnte das dann aber zum Glück nochmal abbiegen und runter, kriegte das runter auf 55 Euro. Und der Abstandsverstoß ist passiert trotz eingeschaltetem Abstandstempomaten. Aber das ist das, was ich ja schon mal gesagt habe. Wenn man den eingestellt hat und vor mir zieht jetzt einer rein und der Abstand ist nicht gegeben, dann ist es also nicht so, dass das System jetzt eine Vollbremsung hinlegt, um jetzt innerhalb von Sekundenbruchteilen den gesetzlich vorgeschriebenen Abstand wiederherzustellen. Ich meine, jetzt habe ich keinen Abstandstempomaten drin, aber selbst wenn der drin wäre, da der Vordermann sich mit 88 bewegt, ich mit 85, würde das System, wenn überhaupt, nur mit Gas wegnehmen reagieren und würde den Sicherheitsabstand dann wieder langsam aufbauen. Denn ein starkes Abbremsen nach und danach muss ja wieder beschleunigt werden auf die gewünschte Geschwindigkeit, ist natürlich wiederum schlecht für den Spritverbrauch, und das ist das, wo Mercedes also das absolute Augenmerk drauf legt, eben den Spritverbrauch. Ach. Ja, heute ist Montag, da sind wir noch ein bisschen mürt. Gestern bin ich auch erst 18:30 ins Bett, obwohl ich zwar vorher schon fleißig gegähnt habe, konnte ich mich irgendwie nicht so richtig vom PC lösen. Lustig fand ich natürlich, dass einer der bekanntesten, ja, mittlerweile muss man ja sagen, Ex-LKW-Fahrer oder pausierender LKW-Fahrer,
der mit den drei Buchstaben halt, der hat sich da auch in einem Video zu Wort gemeldet zu dem, was ein LKW-Fahrer verdient. Er hat es natürlich in seiner eigenen Art gemacht mit Umfragen und Grafiken und mit einem nach eigener Aussage kurz gehaltenen Video. Letztendlich ist da auch nichts anderes bei rumgekommen. Ich habe halt, ja, von dem erzählt, was ich so selber halt an praktischen Erfahrungen gemacht habe oder was ich eben sicher weiß. Bei ihm war es so, dass da auch ein hoher Prozentsatz an Fahrern da war, die also zwischen 2.500 und 5.000 Euro also verdient haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, die Stelle soll mir mal einer zeigen, wo man 5.000 Euro Gehalt bekommt oder wo man eben durch einen entsprechenden Stundenlohn 5.000 Euro bekommt. Ja. Nein, selbst wenn ich jetzt hingehe, ich habe ja einen Nachbarn, der fährt ja auch LKW, allerdings bei einer Baufirma auf Stundenlohn. Das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, im Sommer halt machen die viel Stunden, im Winter wenig, die gleichen dann zum Teil aus. Der, wie gesagt, der hat es mir gesagt, der kriegt 17 Euro die Stunde und ja, nehmen wir mal an, er würde 200 bezahlte Stunden machen im Monat, dann sind wir bei 3.400 Euro. Und die 17 Euro ist mit Sicherheit schon ein sehr, sehr guter Verdienst. Es mag natürlich auch eine LKW-Stelle geben, wo man vielleicht 20 Euro die Stunde bekommt. Aber das sind ja einzelne Perlen. Ja, sowas sollte man, glaube ich, gar nicht abspeichern. Also letztendlich konnte man sehen, die Masse bewegt sich zwischen 2.000 und 2.500 Euro Gehalt. Und dazu kommen dann natürlich noch so Sachen wie irgendwelche Zuschläge, Nachtzuschläge, Schmutzzulagen. Hast du nicht gesehen. Und Spesen ist eine extra Geschichte. Fasse ich natürlich ein bisschen. Entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber ich kann das gar nicht glauben. Bei mir ist es also nicht so. Da wurde die Aussage getätigt, dass die LKW-Fahrer immer eine Woche Urlaub am Ende des Monats und eine weitere am Anfang des Monats nehmen, um mal auf zwei zusammenhängende Wochen Urlaub zu kommen. Mit der Legung auf letzte und erste Woche wollen sie dann dafür sorgen, dass sie ihre monatlichen Rechnungen bezahlen können, weil wenn sie jetzt zwei Wochen Urlaub in einem Monat machen würden, dann können sie dann ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Also sorry Leute, man sollte, glaube ich, nicht seine monatlichen Belastungen, oder es sollte, glaube ich, nicht sein, dass man für seine monatlichen Belastungen, um diese zu bestreiten, auch die Spesen braucht. Ich meine, die Spesen ist ganz klar ein Geld, das ist ein Verpflegungsgeld, was man natürlich nicht unbedingt benötigt, weil ihr wisst ja, ich nehme meine Bütterchen von zu Hause mit.
Aber es ist natürlich ein Geld, was in dem Moment, wo man nicht fährt, man nicht bekommt. Und das ist ja absolut gefährlich, sich da auf solche Dinge einzulassen. Also sich so hoch zu belasten, dass man, wie gesagt, die Spesen eben benötigt, um seine Rechnung zu bezahlen. Dass die mit zum Gehalt dazugehören, dass man die mit dazurechnen muss, das ist außer Frage. Ich habe auch in der Vergangenheit auch schon mal Firmen gehabt, wo richtig bewusst das Gehalt etwas niedriger angesetzt war. Dafür wurde das Höchstmaß an Spesen oder sogar etwas über das Höchstmaß an Spesen hinausgehend bezahlt. Mir wurde das damals so erklärt, die haben viele Fahrer gehabt, die unterhaltspflichtig waren, eben wegen hier Kinderhalt, unterhaltspflichtige Kinder, und damit die noch mit einigermaßen Geld nach Hause gehen, weil, wie gesagt, Spesen und Zuschläge werden ja nicht gepfändet und auch nicht für den Unterhalt herangezogen, und damit die dann eben noch einigermaßen verdienen, sind also heute weiß ich nicht, ob das noch machbar ist, also in der Vergangenheit sind dann eben Unternehmer hingegangen und haben dann das monatliche Geld eben entsprechend gestaltet. Ist natürlich gefährlich, weil wenn man dann arbeitslos wird oder wenn man dann krank wird, dann bekommt man da 65% oder 68% davon wenig oder von weniger. Sollte schon einigermaßen ausgewogen sein. Bei uns wird das ja etwas abgefedert, dieser Spesenverlust bei Urlaub, indem wir, wenn man, dafür muss man aber ein Jahr lang dabei sein, und es gibt dann eben einen kleinen Betrag, ein tägliches Urlaubsgeld, was aber schon diese Miesen durch die wegfallenden Spesen zu einem guten Teil auffängt. Na, was haben wir hier? LKW-Fahrer angehalten. Ich habe mich natürlich schon gefragt, wie der Kollege mit den drei Buchstaben auf einmal dazu gekommen ist, über dieses Thema zu sprechen. Bei mir war es ja so, ich sage ganz ehrlich, ich habe da eigentlich gar nicht so den Bock drauf gehabt. Ich habe es ja nur gemacht, weil mich der eine oder andere von euch eben danach gefragt hat. Und habe ich gedacht, okay, reden wir mal wieder über das Geld. Ein interessanter Kommentar, den hat es dazu gegeben, und zwar jemand, der eben selber LKW fährt, hat also gesagt, dass bei denen jedes Jahr es eine kleine Erhöhung gibt. Also eine Prozentspanne, also die sich wohl, nach der persönlichen Leistung richtet. Was weiß ich, vielleicht wird das unter anderem davon beeinflusst, wie oft einer fehlt oder wie viel Schäden er so hat. Auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung zwischen 1,5 und 3%, also Leute, die eben ihren Job top machen, die haben dann eben die 3%. Finde ich nicht schlecht, denn die Preise erhöhen sich ja auch immer quasi automatisch ohne unser Dazutun, und es wäre eigentlich nur recht und billig. Dazu kommt, dass ja in den anderen Branchen wie Chemie und Metall es eigentlich fast jedes Jahr
neue Verhandlungen gibt über die Verdienste. Und da muss man schon schauen, wo man da bleibt, so als Lkw-Fahrer. Also ich habe festgestellt, als Lkw-Fahrer bist du da sehr auf dich allein gestellt. Also wenn man eben etwas mehr Geld haben möchte, dann muss man schon hingehen und selber vorstellig werden beim Chef. Was dann nicht immer vom Erfolg gekrönt ist. Das heißt, wenn mir natürlich der Chef dann sagt, also nee, das kann ich nicht machen, aber dafür kommt das und das, dann bin ich natürlich kein Ignorant und sehe, okay, er hat doch was gemacht und man will ja jetzt nicht irgendwie so total unzufrieden sein. Weil er so schön ruhig gerade läuft und mir es gerade einfällt, da hatte jemand gefragt, ob mein Lenkrad wieder quietscht. Also ich sage euch Leute, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber momentan läuft das Auto so ruhig und nebengeräuschfrei wie, ich hätte fast gesagt, wie noch nie. Also hier ist kein Klappern und Schlackern von der Lenkspindel her. Wo ich mich wirklich frage, haben die das jetzt eventuell im Zuge einer Inspektion irgendwas gemacht, ausgetauscht oder was? Auf jeden Fall, das ist nicht mehr. Und im Moment gibt es kein Quietschen, kein Klappern, gar nichts. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Zufrieden bin ich nicht mit dem Verbrauch. Und wenn das jetzt noch ein Schlag wärmer wird, müsste ich eigentlich wieder in meine alten Bereiche kommen. Wenn nicht, müsste ich das mal ansprechen. Ja, also. Irgendwie bin ich ja froh, dass immer noch etwas zurückhaltender Verkehr ist. Denn bei Verkehr Normalzustand, da wird sich hier dieses Nadelöhr und das wird ja noch eine ganze Weile andauern mit dieser Baustelle hier. Da wird dieses Nadelöhr dann zum echten Problem und es wird sich wieder ganz, ganz ordentlich zurückstauen.
Ja, aber ihr seid immer noch schön am Ball. Ja, ohne dass ich am Donnerstag was gesagt habe, ist man noch am Wochenende hergegangen und hat mal den Auflieger gewaschen, den ich natürlich jetzt habe unten stehen lassen müssen, den blauen. Allerdings haben sie auch das Auto dann, weil der fährt ja mit Bürsten am Auto entlang und da lässt er natürlich die Zugmaschine nicht aus. Und ja, dadurch bin ich heute mit einem sehr, sehr sauberen Auto dort eingelaufen. Dieser Auflieger hier, der graue, der hat's nötig. Aber mal sehen, vielleicht kriege ich das fürs kommende Wochenende hin, dass dieser eben auch mal gewaschen wird. Ja, das Wochenende, dieses Wochenende war mal enkellos, enkelfrei. Und am Freitag, da waren wir noch zusammen einkaufen. Das lief eigentlich auch noch ganz gut. Aber dann am Ende, ja, vielleicht lag es an leichter Übermüdung bei dem Kleinen oder so. Da hat er mal wieder mich ein bisschen auf die Probe gestellt. Oder? Aber ich habe ihm halt gezeigt, dass er das mit mir nicht machen kann. Und in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ist mir nämlich eingefallen, dass ich das auch nochmal machen wollte, aber das machen wir halt nicht heute. Ich habe da so ein ich habe da nochmal ein ganz interessantes Thema auf der Schippe, worüber ich mal sprechen kann. Aber damit will ich nicht jetzt noch anfangen, denn wir machen 59 Minuten voll. Das heißt, die Kamera hatte ich schon ein bisschen eher gestartet, eben schon noch auf dem Hof, weil damit ich die nicht während der Fahrt noch mal extra einschalten muss. Deswegen so ein Minütchen geben wir noch mal drauf. Ach so, weil das auch in einem der Videos da angesprochen worden ist, der Abstandstempomat ist ja im Stau eine super feine Sache. Und wenn ich jetzt so
Also mit dem Normaltempomaten fahre, greift der ja erst ab 16 Stundenkilometer. Vorher lässt er sich nicht aktivieren. Also es ist nicht möglich, mit dem Tempomaten also bei 5 oder 10 km/h zu aktivieren. Das ist nur möglich im Zusammenhang mit dem Abstandstempomaten. Da ist es nämlich so, wenn jetzt ein Stau aufkommen würde und ich würde das Auto machen lassen, ich habe jetzt 85 eingestellt, dann würde das Auto runterbremsen, runterschalten, so weit wie nötig und wenn nötig auch bis zum Stillstand. Und wenn der Stillstand nur ein, zwei Sekunden dauert, fährt das Auto auch von alleine wieder los, wenn der Vordermann losfährt. Dauert es aber eben länger als die drei Sekunden, dann ist es so, dann muss ich durch leichtes Antippen des Gaspedals die Geschichte wieder aktivieren und in dem Moment zieht dann der Abstandstempomat mit der von mir gewählten Geschwindigkeit vorbei. Quatsch, nicht vorbei. Er fährt dann hinterher, natürlich. Also richtet sich nach dem Vordermann. Also da, ich will damit sagen, man kann runtergehen bis auf Null, aber das nur ein, zwei Sekunden. Wenn dann der Vordermann wieder losfährt, fährt das Auto auch von alleine los. Stehe ich länger als die zwei Sekunden, muss ich das eben aktivieren durch Antippen vom Gaspedal. Und dann ist das Auto auch durchaus fähig, mit 3, 4, 5 Stundenkilometer hinter dem Vordermann herzuschleichen. Ja? Und das ist natürlich eine unheimliche, super, klasse Entlastung im Stau. Man muss nicht ständig Gas geben und man muss schon gar nicht kuppeln und schalten. So, aber jetzt merke ich, jetzt brauche ich irgendwie meinen kalten Kaffee, um mich mal ein bisschen zu putschen. Und mein Anruf zu Hause ist auch fällig. Wünsche euch erstmal einen schönen Wochenanfang. Sage bis Mittwoch, bleibt gesund und macht schön gut.